Frenkel frotzelt. Heute. Skyrim ferngesteuert. Möge der Wind, der Himmel. Talk to me! Die Stimme in euch. Woher wisst ihr davon? Mit wem habt ihr euch unterhalten? Ja. In solch schwerwiegenden Angelegenheiten müssen wir wissen, wo ihr steht. Oder auf welcher Seite. Meine Güte, jetzt ticken die auch noch rum. Die Klingen, natürlich. Sie mischen sich besonders gern in Angelegenheiten ein, die sie kaum verstehen. Sie wollten schon immer jedes Drachenblut vom Pfad der Weisheit abbringen. Habt ihr nichts von uns gelernt? Wollt ihr als Werkzeug in den Händen der Klingen enden, nach ihrem Belieben zu ihren Zwecken eingesetzt? Was ich will, ist unwichtig. Habt ihr schon einmal in Erwägung gezogen, dass Alduin vielleicht gar nicht besiegt werden soll? Jene, die ihn in grauer Vorzeit besiegt haben, konnten dadurch den Tag der Abrechnung nur verschieben. Sie konnten ihn nicht aufhalten. Wenn die Welt enden soll, dann soll es wohl so sein. Lasst sie enden und neu geboren werden. Ja, Arngeir, Mann! Nein, nicht jetzt. Nicht bevor ihr wieder auf den Pfad der Weisheit zurückkehrt. Du spinnst wohl, oder was? Ihr Saftnasen, ihr Blöden. Ich habe euch meine Antwort gegeben. Geht und überdenkt eure Vorgehensweise. So, was heißt das jetzt? Vergebt mir. Ich war unbeherrscht. Die Entscheidung, ob wir euch helfen, liegt nicht bei mir. Also los, jetzt komm. Nein. Ich kann ihn euch nicht lehren, weil ich ihn nicht kenne. Er wird Drachenfall genannt, aber wir trauern ihm nicht nach. Drachenfall hat keinen Platz im Weg der Stimme. Nur Partonax, der Meister unseres Ordens, kann diese Frage beantworten, so er sich denn dazu entscheidet. Ihr wart nicht bereit. Ihr seid immer noch nicht bereit. Aber dank der Klingen habt ihr jetzt Fragen, die nur Partonax beantworten kann. Ja, meine Güte. Er lebt abgeschieden, hoch oben auf dem Gipfel des Berges. Er spricht nur selten zu uns und nie zu Außenseitern. Also, ich will da hin und du sagst mir jetzt sofort, zack, zack, wie ich da hinkomme. Nur jene, deren Stimme stark ist, können den Pfad finden. Kommt, wir werden euch einen Schrei lehren, mit dem ihr den Weg zu Partonax öffnen könnt. Ja, mach das mal, komm. Und lauf mal ein bisschen schneller als beim letzten Mal. Sonst kaufe ich euch wirklich noch einen Rollstuhl, einen elektrischen. Der drängelt hier. Da hinten, die Lydia fängt schon an, ihn zu schieben, weil er so langsam ist. Sehr gut, Lydia. Zeig mir mal, wo der Hammer hängt hier. Hä? Ah, Tür. Los, vorwärts. So, dann lerne ich jetzt wohl offensichtlich noch einen Schrei. Na gut. Macht mal ein bisschen hinne. Wir müssen die Welt retten. Meine Güte. Ist ja wie beim Beamtenverein. Ein bisschen hurtig. Der Pfad zu Partonax beginnt hinter diesem Tor. Ich werde euch zeigen, wie ihr den Weg öffnet. Ja. Dann mach mal. Lock.
So, erlerne den Schrei wolkenloser Himmel. Da haben sie jetzt wieder in den Schnee gepisst. Da muss ich jetzt wieder drüber laufen, erfahrungsgemäß. So, und jetzt habe ich hier aus der in den Schnee gepinkelten Schrift habe ich das jetzt gelernt. Nie? Und jetzt? Wie geht's jetzt weiter? Hallo? Die Worte warten. Ach, muss ich da auch noch? Bin doch da gerade schon drüber. Ich werde euch mein Wissen über wolkenloser Himmel vermitteln. Öffne den Weg mit der Hilfe des Schreis wolkenlose Himmel. Gut. So. Wolkenlose Himmel. Den kann ich aber noch nicht auswählen. Ah, okay. Jetzt kommt wieder die Guru-Guru-Meditation und danach kann ich's dann. Richtig? Richtig! So, dann legen wir den jetzt mal kurzfristig auf unseren Blutrausch-Knopf. Wolkenloser Himmel wird den Nebel wegwehen. Aha. Aber nur für kurze Zeit. Der Weg zu Patonax ist voller Gefahren. Ihr solltet ihn nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ja, ist ja gut. Geht immer weiter. Konzentriert euch auf euer Ziel und ihr werdet den Gipfel erreichen. Fertig. Gut, dann marschieren wir mal los. Lydia! Da bist du. Komm, wir gehen. So. Und jetzt muss ich dieses Gewehe wohl irgendwie wegschreien. Ja, das soll ich, weil sonst verliere ich da an Lebensenergie. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also, dann speichern wir lieber nochmal hier. Und dann gehen wir da durch. Oh, schon wieder. So ist das richtig, ne? Lydia, du kannst folgen, oder? Ja. Das ist ja eigentlich total praktisch, oder? Besser als eine Nebelschlussleuchte. Oder als Nebelscheinwerfer, sagen wir es mal so. Ah, der hat wohl was von dem Wind abgekriegt. Ziegenfell, das kannst du behalten, ey. Also das ist irgendein tödlicher Wind. Oh. Kann ich den jetzt besänftigen? Und dann in Tod hauen? Tja, keine Ahnung, ob das ihn jetzt besänftigt hat. Ich habe ihn jedenfalls getötet. Das ist doch fein. Hook. Was? Hook? Was? Hook? Hook? Captain Hook? So, da. Ah, okay. Verpasse ich ihm halt gleich noch eine. Der Spruch könnte eventuell nützlich sein. Oh doch, nee, er beißt aber trotzdem, ne? Oder? Nee. Ist es wirklich so, dass die besänftigt werden und in der Zeit einfach nicht kämpfen können? Das ist natürlich schon, wäre natürlich schon ganz gut. Komm, geh ein bisschen schneller. Was? Also das sind ganz komische Geräusche, muss ich sagen. Hook. Ein Planet oder ein Mond. Wie schön. Tja, und da läuft wieder eine Ziege. Läuft vor die Wand. Ja, da ist wieder irgendwo... Irgendwo Eisgeist, klar. Also, okay, er wehrt sich aber trotzdem. Das heißt, der Vorteil
des Spruchs besänftigen ist eigentlich nur der, dass ich quasi den ersten Schlag habe. Naja, besser als nichts, ne? Was ist da? Das Skelett kann ich nicht durchsuchen. Weil ein Eisenpfeil, den kannst du dir irgendwo hinschieben. In eine Körperöffnung deiner Wahl. Wenn es denn sein muss. So, wo muss ich denn? Da lang. Ja, da schrei ich einfach mal den Nebel weg. Ist das nicht super? So, hier scheint es ja doch ganz schön zu ziehen hier oben. Auf dem Dach der Welt. Und da haben irgendwelche Witzbolde immer ihre Schale festgebunden, oder was? Aua, jetzt hat's mich erwischt von dem Ding. Habe ich zu spät geplärrt. So, jetzt haben wir doch gleich... Haben wir es doch gleich geschafft, oder? Hals der Welt! Okay, Dach der Welt war, glaube ich, was anderes. War Himalaya oder so. Bitte? Hallo? Der hat einen Pfeil auf dem Kopf. Seid gegrüßt, Wunduneg. Ich bin Parturnax. Oh Mann, dein Name, der klingt irgendwie wie eine Zahnpasta. Tut mir leid. Zu meinem Strunmach, meinem Berg. Yo. Sie betrachten mich als Meister. Wunduneg. Alt und weise. Es ist wahr. Ich bin alt. Sagt mir, warum seid ihr gekommen, Volan? Warum stört ihr meine Meditation? Oh Gott, noch eine Zicke. Brenn, Geduld. Es sind Formalitäten einzuhalten beim ersten Zusammentreffen. Oh Mann, das ist ja wieder bei Beamten. In langer Tradition spricht zunächst der Ältere. Hört meinen Ton, spürt ihn in euren Knochen, tut es ihm gleich, wenn ihr Dovahkiin seid. Was soll ich machen? Ich habe gesprochen. Das Rotmulak wartet. Oh, das Rotmulak. Ein Geschmarri haut er da rein. Oh, der kann auch in Schnee pissen. Ich werd wahnsinnig. Die doof? Wer sind denn die doof? Die dick und doof? Also, wo war das jetzt? Was hat er mir da jetzt? Feueratem. Ich kann es aber noch nicht. Oh Mann, der ist auch so lahm. Wie seine anderen alten Dovis von weiter unten. Meine Güte. So, jetzt kann ich es aber, ne? Feueratem. Gut, dann legen wir den da drauf. Nun zeigt mir, was ihr könnt. Begrüßt mich nicht als Ork, sondern als Dovah. Was heißt das? Ich soll dir ins Gesicht tauchen, oder? Kommt, Dovahkiin. Ninjol, trefft mich mit dem Feuer eures Tuns. Ah, okay. Also der will mit meinem Knoblauchatem konfrontiert werden. Gut, das kann er haben. Jo! Ole! Ich hab's ja geschafft. Sorcedorf Los Mul, das Drachenblut ist stark in euch. Es ist lange her, seit ich das Vergnügen hatte, mit einem meiner eigenen Art zu sprechen. Ja, schön. Jetzt kann ich wieder mit ihm reden, oder was? Nee. Warum haust du jetzt ab? Hallo? Hallo?
Du bist aber ein unruhiger Geselle. Nun denn, ihr habt also zu mir gefunden. Kein leichtes Unterfangen für einen Jor. Was wollt ihr von mir wissen? Tja, was will ich wohl von ihm wissen?